Ellen, ich habe immer alles über dich gewusst. In guten wie in schlechten Zeiten, weißt du noch? Ich sehe es nicht kommen, aber ich spüre es. Es ist da. Ihre Frau ist nicht unglücklich, Mr. Leonard. Ihre Frau ist krank. Mach dir nichts vor, David. Denkst du, es geht hier um Liebe? Irrtum. Es gibt nichts, was du tun kannst. Das glaube ich nicht. Du bist mein Leben, Herrn. Ohne dich und ohne Julie bedeutet mir die Welt nichts. Glaubst du, wir werden irgendwann wieder zusammen sein? So wie früher? Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Erstmal herzlich willkommen, liebe Danke. Sandra. Du hast nicht nur einen Film über Depressionen gemacht, sondern du hast auch persönliche Erfahrungen gemacht. Wie bist du damals mit dieser Situation umgegangen, eine enge Freundin zu verlieren? Ich finde, man kann damit gar nicht umgehen. Also umgehen, was heißt das schon? Ich gehe mit Presse um, ja? Oder ich gehe mit einer Öffentlichkeit um, oder ich gehe mit. Aber mit sowas kann man nicht umgehen. Das erlebt man und damit habe ich bis heute zu tun. Ich wusste damals so wahnsinnig wenig darüber. Als ich das gehört habe, habe ich natürlich so reagiert, wie wahrscheinlich alle reagieren, denen das passiert und die jemanden verlieren, den sie lieben, dass du dir Vorwürfe machst und denkst, ich war nicht da und ich hätte sie anrufen und ich hätte da sein und ich hätte was machen können oder sollen oder ich habe nicht aufgepasst und ich habe das nicht kommen sehen und dass du das nie wieder in deinem Leben in irgendeiner anderen Art beantworten kannst, das ist furchtbar, finde ich. Ich habe dann 3 Jahre später einen Artikel im New Yorker gelesen von einem Mann, der seine Depression beschreibt und den Weg durch die Hölle, den er da gegangen ist. Ich habe schon aus dem einen Artikel so viel erfahren, wie ich vorher nie wusste und gedacht, also ich muss jetzt anfangen, mich schlau zu machen. Ich muss jetzt ganz viel wissen und vielleicht kann ich dann eine Geschichte erzählen. Und und das habe ich dann gemacht und das ist sicherlich eine Art, zumindest das Gefühl zu haben, dass man irgendwas verarbeitet oder so. Stimmt nicht wirklich, aber man versucht es wenigstens. Top 5 der schlechtesten gut gemeinten Ratschläge von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben. Fahr in die Ferien. Lies ein Buch. Lass dir die Haare schneiden. Renovier deine Wohnung. Lerne Yoga. Top 5 Methoden, sich umzubringen. Top 5 Gründe, trotzdem weiterzuleben. Du sagst ja in Interviews auch immer, dass das eigentlich eine Liebesgeschichte ist und nur die Krankheit behandelt, aber kein Film über die Krankheit ist. Weil ich nicht glaube, dass man über Depressionen einen Film machen kann. Also man kann ganz hervorragende Dokumentarfilme machen, gibt es ja auch darüber, aber als Spielfilm funktioniert es, glaube ich, nicht. Weil eine Depression als solche, und damit habe ich natürlich auch lange im Drehbuch zu kämpfen gehabt, weil die entzieht sich ja jeder Darstellung, weil sie geht gegen jede Dramaturgie, weil die Kommunikation bricht zusammen und die Leute teilen sich nicht mehr mit und ziehen sich immer mehr zurück. Mich hat natürlich in erster Linie jetzt interessiert, wie auch in Martha zum Beispiel, was passiert, wenn ein Mensch, der mit so etwas gar nicht rechnet, sowas widerfährt. Und bei Helen ist es so, das ist eine glückliche Familie und die lieben sich alle und die lieben, was sie tun und die leben gut und die fühlen sich in Sicherheit und dann widerfährt dieser Frau das. Und das kam ursprünglich aus Andrew Solomons Artikel, weil da war ein Satz drin, wo er sagte, und als mich diese Krankheit heimgesucht hat, ging es mir eigentlich gut, eigentlich besser, als es mir je ging. Und trotzdem ist das passiert. Und das war für mich der Ausgangspunkt der Geschichte, wo ich dachte, okay, was passiert mit den Menschen, die sich wirklich lieben, die auch glauben, dass die Liebe sie durch alles rettet oder sie über alles hinweg hilft, und dann damit konfrontiert werden, dass Liebe manchmal nicht reicht. Helen! Helen, wach auf! Hey, Helen! Helen! Helen, Helen, komm schon, Schatz, wach auf! Hey, hey, wach auf! Helen, Helen, Helen! Verdammt! Es war ein sehr intensiver Dreh, aber Ashley ist sehr zäh. Ja. Also die geht auch gerne ins Extrem und sie macht das dann gerne auch nochmal und liebt es, gefordert zu werden. Also insofern war das, wir sind da schon in so Grenzbereiche geraten, wo ich dachte, jetzt muss ich aber aufhören, Regie zu führen und auf sie aufpassen. So. Aber sie ist da sehr intakt und sorgt auch sehr gut für sich selber. Was glaubst du, was man als Freund tun kann, wenn jemand Depressionen hat? Also ich sage immer wieder dasselbe und gebe immer wieder den einen Rat, man muss als Freund jemandem helfen, sich Hilfe zu suchen. Weil man selber nicht helfen kann. Aber man kann dabei helfen, Hilfe zu suchen, weil das ist so oft der schwerste Schritt. Weil man versinkt in der Depression und das Letzte, was man tun will, ist rausgehen, Termine machen, fremde Leute treffen. Wenn man da als Freund
den Termin macht, ihn dahin begleitet oder sie dahin begleitet, im Wartezimmer sitzt, während sie das Gespräch führt und sie dann wieder nach Hause bringt. Das ist das, was man als Freund tatsächlich tun kann und was ich glaube, was eine ganz, ganz große Hilfe ist. Und jenseits dessen muss man einfach aushalten, dass man so wenig tun kann, aber trotzdem nicht weglaufen. Ist dir kalt? Nein. Gut. Lass uns spazieren gehen. Du weißt, dass du mich auch nicht heilen kannst. Das versuche ich auch gar nicht. Bei dir ist es in dem Film so, dass es eigentlich keinen wirklichen Auslöser gibt. Die Krankheit ist einfach da. Ja. Ja, das gibt es natürlich. Also, und mir war es so wichtig zu zeigen, dass das nicht immer, also dass die Leute sich nicht darauf zurückziehen können, naja, die hat ja auch was Schreckliches erlebt und oder die hat gerade ihren Mann verloren oder die ist gerade 40 geworden oder so. Also dass man die Krankheit wegholt von diesen Kausalzusammenhängen, die jeder gerne herstellt. So eine endogene Depression, die hat Zyklen. Das heißt, sie sagt ja auch, sie war vor 12 Jahren, hatte sie schon mal so eine ganz schwere Episode. Und dann war ganz lange Ruhe und dann kommt sie wieder. Natürlich ist es ganz oft so, dass Depressionen dann ausgelöst werden, wenn noch Stress dazukommt oder wenn irgendwelche Ängste dazukommen oder Druck oder Trennung oder Tod eines Angehörigen oder was auch immer. Das sind natürlich alles Faktoren, die eine Depression auslösen können. Aber die sind trotzdem nicht die Ursache. Ich werde nie mehr dieselbe sein. Aber ich werde dich immer lieben. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ja. Der Film läuft ab jetzt in den Kinos. Ja. Also reingehen. Hoffentlich läuft er ein bisschen länger als eine Woche. Ja, mit unseren Zuschauern läuft er jetzt ewig. Nein, aber schön, dass du den Film gemacht hast. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit hattest für ein Interview. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder. Ich würde mich freuen. Okay, vielen Dank.